Das Nachtleben in Pattaya ist bekannt für seine Erwachsenenindustrie, die oft einsame Menschen anzieht. Aber Pattaya wird nicht nur deshalb als Sündenstadt bezeichnet. In diesem Video werde ich Ihnen die dunkle Seite dieser Stadt zeigen und warum Sie nicht alleine dorthin reisen sollten. Ich werde Ihnen einige Ratschläge geben, die Ihnen sicherlich nützlich sein werden. Sie werden nie sicher sein können, ob er legal arbeitet oder nicht. Diese Falle wartet oft auf einsame junge Leute, die nach Entspannung suchen. Aber sie könnten in Schwierigkeiten geraten, zum Beispiel Zeuge einer Polizeirazzia werden und schließlich Ärger mit dem Gesetz bekommen. Wenn sie im Bett liegen und am verwundbarsten sind, werden ihnen echte zusätzliche Dienstleistungen angeboten. Ein weiteres Problem, das auf sie zukommen könnte und das sie vermeiden sollten, ist die Entdeckung, dass ihre Masseurin eine Ladyboy ist. Ab diesem Zeitpunkt ist es nutzlos zu kämpfen oder zu streiten, da Ladyboys zur Gewalt neigen. Bevor Sie also in einen Massagesalon gehen, empfehlen wir Ihnen, die Kundenbewertungen dieses Salons zu lesen, jedoch nicht auf den eigenen Websites, sondern zum Beispiel auf Google. Die ganze Stadt ist miteinander verbunden, Polizei, Verkäufer, Masseurinnen. Es ist am besten, Konfrontationen zu vermeiden. Es gibt viele Taschendiebe hier. Das mag banal klingen, aber in der Vergangenheit gab es hier viele Fälle von Taschendiebstahl, besonders unter Touristen. Sie könnten auf verschiedene Arten abgelenkt werden, sexuelle Dienste angeboten bekommen, während sie vielleicht nur um Hilfe bitten wollten. In diesem Moment könnten ihre Brieftasche oder ihre Tasche gestohlen und auf einem wartenden Motorrad verschwunden sein. Wenn sie in einem Café sitzen und sich entspannen, könnten Taschendiebe unter einem Vorwand ihr Mobiltelefon herausziehen oder einfach mitnehmen. Zum Beispiel könnten gewöhnliche Jungen in einem Café, die als Blumenverkäufer erscheinen, tatsächlich gewöhnliche Betrüger sein und ihr iPhone stehlen. Hier ist der wichtigste Ratschlag: Versuchen Sie, Ihr Handy in Ihrer Tasche zu behalten, und wenn Sie eine Frau sind, halten Sie Ihre Handtasche vom Straßenrand weg, da Sie Diebe auf Motorrädern nicht einholen können. Der nächste Tipp bezieht sich auf Taxis in Pattaya. Seien Sie auf Betrug seitens der Fahrer vorbereitet. Taxifahrer zeigen oft Gewalt und können sogar die Polizei rufen, von der sie wissen, dass sie auf ihrer Seite ist. Sie zeigen ihnen sogar das Taxameter, das falsch funktioniert, um ihnen einen höheren Preis zu zeigen. Sie könnten sie bitten, im Voraus für die Fahrt zu zahlen, zusätzlich für Gepäck zu bezahlen und behaupten, sie hätten kein Wechselgeld. Der vierte Tipp betrifft Jetski. Das Betrugsschema ist sehr einfach: Sie mieten einen Jetski, fahren damit und wenn Sie ihn zurückgeben, behaupten die Besitzer, Sie hätten Schäden verursacht. Sie zeigen Ihnen Mängel am Jetski, die Sie nicht verursacht haben. Sie geraten in einen Streit, bei dem Sie entweder eine immense Geldsumme zahlen oder Hilfe bei der nächsten Polizeistation suchen, sofern Sie nicht auch daran beteiligt sind. Manchmal kann die Polizei nichts tun, da sie zuerst Dokumente unterschreiben, die sie für das Fahrzeug verantwortlich machen. Mein Rat an Sie ist, auf Jetski-Fahrten zu verzichten oder sie sorgfältig zu überprüfen, bevor Sie sie mieten. Wenn Sie irgendwelche Schäden sehen, gehen Sie sofort weg. Oder versuchen Sie, sich an ein spezialisiertes Vermietungsunternehmen für Jetskis und andere Wasserfahrzeuge zu wenden. Freunde, seid vorsichtig und denkt immer vor dem Handeln in einem fremden Land nach. Verliert nicht den Kopf und bleibt wachsam, dann wird euer Aufenthalt sicher und wunderbar sein.